ihre Werbung damals: Rossmann nimmt ihre Zahnbürste für 1 Mark zurück, wenn sie eine neue kaufen. Das interessiert mich folglich. Haben Sie die neue einfach 1 Mark teurer gemacht oder wenigstens die Hälfte zugelegt oder haben Sie das also wirklich? Also wir haben die Zahnbürstenpreise leicht angehoben. Na gut. Ja, und der Witz war ja der, ich konnte eine Seite in der Hannoverschen Allgemeine, kostete 20.000 D-Mark, die konnte ich nicht bezahlen. Ich wollte aber irgendwas machen, dass die Leute aufmerksam wurden, weil Rossmann kannte kein Mensch. Ja. Und dann habe ich, wir hatten immer so Prospekte verteilt in der Gegend, wir nehmen Ihre gebrauchte Zahnbürste mit 1 D-Mark in Zahlung beim Kauf einer neuen. Dann kamen die Leute sogar mit Gebissen an, ob wir die auch in Zahlung nehmen. Ja. Aber am gleichen Tag kam das Gesundheitsamt und so weiter. Also wir haben es praktisch nur einen Tag gemacht. Aber da waren über 5.000 Zahnbürsten ja, da. Und, was haben und die Sie ganze Gegend sprach von diesem verrückten Rossmann. Ne? Ja. Machen Sie heute noch. Ne? Und sagen, ja, das ist wahr. Aber sagen Sie mir, was haben Sie mit den alten Zahnbürsten gemacht? Ja, die haben wir entsorgt. Ich habe die nicht aufgebraucht. Ja? Nein, ja, was heißt entsorgt? Das kostet doch Geld oder wie oder was? Ja, nur wir haben wir irgendwie zur Müllkippe gebracht. Einfach zur Müllkippe. Und warum hatten Sie so viel Ärger dann mit den Ordnungsämtern? Ja, weil das ja völlig unhygienisch war und weil man sowas nicht darf und so. Also, aber so viel Ärger, es gab eine Abmahnung und dann habe ich vielleicht 30 Mark, also das war relativ. Aber wichtig war die Werbung für mich.